Ein Bekleidungsstück, das über Jahrzehnte einen begleitet wird, ist der Blazer. Wie man ihn teilen mit 20, mit 30 und mit 40, das zeige ich euch gerne. So sieht für mich ein Styling mit 20. Also ich war froh gewesen, mit 20 hätte ich so rumlaufen können. Mein Geschmack war definitiv nicht so gut in den 80er Jahren. Ja, anyway, auf jeden Fall, es braucht nicht viel. Ein printed T-Shirt, vielleicht ein Schiele noch dazu, einen guten Schal oder auch gar keine. Hosen spielen vielleicht noch eine Rolle, lässige Jeans oder Lederhosen kann gut sein. Und so den Blazer kombinieren, den Kragen rauf, die Ärmel rauf tun und ja, dann hat man es schon. Um die 30 ist Partytime immer noch angesagt und da darf der Blazer sicherlich nicht fehlen. Nur tut man den ein bisschen anders teilen. Ich habe ihn jetzt kombiniert zum Beispiel mit einem Pailletten-Oberteil. Das macht sich immer gut im Ausgang. Ein bisschen Dekolleté zeigen, dazu eine coole Jeans und natürlich dürfen die High Heels nicht fehlen, weil das macht es eben auch aus. Mit 40 gehört er ja definitiv im Kleiderschrank der Blazer, und zwar Business. Mit 40 ist man doch voll im Saft mit Business, meine Damen, oder? Also dazu eine schöne weiße Bluse, eine gute Hose und ja, da bist du dabei. Sie haben gesehen, Jahrzehnte, 20, 30, 40, so zieht man den Blazer an. Wie würde ich ihn am liebsten anlegen, jetzt bald mit 50? Ich denke, wie 20. Es kommt nicht darauf an, wie man sich fühlt, so sollte man auch den Blazer anlegen.